Es ist noch was zu retten. Ist überhaupt noch was zu retten? Studio Telerob sendet im Jahre 2009 eine wöchentliche Lebens- und Überlebenshilfe für Zeitgenossen von heute und übermorgen. 2009! In einer immer unbewohnbarer werdenden, durch Versteppung, Sauerstoff- und Rohstoffmangel bedrohten Erde gibt es nur noch ein Problem. Studio Telerob 2009. Es ist noch was zu retten. Und nach den Durchsagen dieser wichtigen natürlich jemand vom Bevölkerungsdezernat. Ich glaube, die sind nicht sehr zugänglich. Denn wir haben heute das besondere Vergnügen, den Geburtstag der ältesten Bürgerin unserer Megalopolis, Frau Ina Traudel, anzusagen. Mit ihren 108 Jahren ist sie munter wie ein Sandfloh. Und wir wünschen ihr von ganzem Herzen, dass sie noch recht lange... Oder wie wär's mal mit so jemand als Studiogast? ...von den sozialen Einrichtungen... Muss ja nicht immer prominenter sein. Übrigens ist heute die dritte Mahnung gekommen, deine Immunspritze für dieses Jahr. Ja, ich weiß. Oder willst du sie nicht? Hm. Was Ähnliches dachte ich mir schon. Na und, wie stellt sie das vor? Wir können uns kein drittes leisten, die Steuer macht uns kaputt. Vielleicht geht's, ich habe Mr. Hillary gefragt. Hill? Ach, der Kindersteuerberater. Er sagt ganz richtig, wenn wir eins von unseren beiden abgeben, viele haben nur eins und hätten gerne ein zweites. Eins abgeben und dafür ein neues anschaffen, ist doch sinnlos. Natürlich will ich das nächste nicht von der Samenbank. Und von wem denn sonst? Na, rat mal. Von mir? Ein wildes? Die werden mit 1000 versteuert statt mit 500. Das weißt du doch. Na eben, deshalb müssten wir eins abgeben. 1500 könnten wir verkraften. Na schön. Aber red erst noch mal mit Hillary. Ja, der hat eine Menge Klienten. Ein Brüderchen wäre sicher gut für ihn. Also wenn schon, dann... Meinetwegen auch ein Schwesterchen. Das wären dann zusammen 1500. Beim Bankbaby. Baby? Das müsste mindestens schon 5 sein. Freddy ist 7. Also wie machen wir es? Per Annonce? Ich war bei Hillary. Er hat mir auch schon eine Mami gezeigt. Intelligenz 115, Videografin. Ihr Mann ist Computist. Mhm. Dann brauchen wir noch Material über Stress. Die Hirsche von Long Island... Nein, nein, das lassen wir weg. Das wird zu viel. Na, wie war's bei Oma Traudel? Kommt sie? Ja, sie war begeistert. Sie hat übrigens unsere ganze Sendereihe genau verfolgt. Erstaunlich. Für eine 108-Jährige. Wie lebt die eigentlich so? Das kann man nicht beschreiben. Äußerlich bis in jedes Detail vergangenes Jahrhundert. Möbel aus Holz, Teller aus, ich weiß nicht, wie das Material heißt, Porzellin oder so ähnlich. Dabei aber so progressiv, dass man sich selber daneben als Oma vorkommt. Stellen Sie sich vor, die alte Dame hat bis zuletzt Nikotin inhaliert. Er ist Reparierer, sie Lichtprüferin. Beide haben so die Legende 1, höchste Stufe. Weil sie bei der Arbeit klettern müssen. Wie ist die Intelligenz? Er Quotient 104, sie 109. Und der Psychotest? Beide ausgesprochen verträglich. Birgit hätte es bestimmt gut. Also nicht Hansi? Für ihn würde die Umstellung viel kritischer. Komisch. Beide sind nun von der gleichen Bank. Sogar gleiche Spendergruppe. Trotzdem so verschieden. Wissen Sie, Sie reden einfach so, wie Ihnen der Schnabel gewachsen ist, ja? Ach, Sie denken wohl, in meinem Alter wächst der langsam zu. Bitte. Mami will dich, Papi will dich. Ich will mit ihr. Viel zu teuer. Bist du ein Wildes? Ja. Kostet so viel wie ihr zwei zusammen. Könnt ihr auch wild sein? Lass das, Aggression verbraucht Sauerstoff. Mein Papi hat viel Sauerstoff. Die Ärzte wissen selber nicht genau. Einig sind sie sich nur, dass ich keins mehr kriegen darf. Das hat er nun von seinem Do-it-yourself. Diese Pizza, fabelhaft. Aber das Rezept verraten sie mir nicht. Ganz simpler Trick. Nach 3/4 Grillzeit, also 18 Sekunden raus, kurz in ein Bad von leicht angeschimmelten Essigalgen, falscher Curry drüber und dann nochmal 14 Sekunden auf halbem Grill. 19:59, aufblenden nach dem 5. Zeitton. Erster Schuss auf Motivator 1. Achtung.
Guten Abend, liebe Zuschauer. Wir haben heute die 128. Folge unserer Sendereihe Es ist noch was zu retten und beginnen wie üblich mit den letzten Nachrichten über den Frontverlauf von Xantippe. Heute nicht so unerfreulich. Durchzündung eines nuklearen Sprengsatzes über dem westlichen Himalaya ist es gelungen, den Monsun und damit auch die Wanderdüne Xantippe nach Norden abzulenken. Die Megalopolis 33 Delhi ist also im Augenblick nicht mehr unmittelbar bedroht. Hoffen wir, dass es nicht die Ruhe vor erneutem Ansturm ist. Und noch eine Meldung vom Gesundheitsdezernat. Vor allem in den nördlichen und östlichen Distrikten unserer Mega sind erneut einige hunderttausend Fälle von Schreikrampf verbunden mit Nasenbluten aufgetreten. Trotz der relativen Harmlosigkeit dieser bisher noch nicht identifizierten Epidemie müssen die befallenen Personen sofort isoliert werden. Die Polikliniken 34 bis 59 haben Sonderstationen eingerichtet. Und nun zu unserem heutigen Thema Bevölkerungsexplosion. Präzise müssen wir eigentlich sagen, nach der Bevölkerungsexplosion, denn Gott sei Dank haben wir wenigstens dieses Elend überwunden. Aber wie es zu der Katastrophe kam und welche Probleme sie uns hinterlassen hat, das versucht wieder unser heutiges Expertenteam zu klären. Ali El Nagef, er ist Dozent am Genetischen Institut der Mega 54 Haifa. Guten Abend. Mabel O'Connor, sie ist freie Populationsbiologin und kommt aus der Mega 11 Edinburgh. Guten Abend. Und Paola Keno, Demografin im Außendienst der UNO. Guten Abend. Als Studiogast haben wir heute eine Prominenz ganz besonderer Art. Die älteste Bürgerin unserer Mega. Sie haben sie noch als Amsterdam gekannt? Oh ja. Eine Frage vorweg, Frau Traudel. Wie fühlt man sich eigentlich als Seniorin einer Familie von 64.115.000 Einwohnern? Bisschen hell. Regie, das Licht auf Frau Traudel etwas einziehen, bitte. Danke. Ich habe mir schon was mitgebracht. Ja, ja. Das war 1975 der letzte Hit. Schlangenlook. Ich brauche keinen Smoggy. Wir haben Inversion. Und wenn der Smog an die Haut kommt, kriegst du wieder Pustel. Du auch. Komm her, in den Stummel dürft ihr sie wieder ausziehen. Wir gehen in den Stummel. Ja, und dort machen wir Picknick. Wer wird jetzt mein Bruder? Na, denk mal nach. Bruder. Hm? Aber wir wissen es noch nicht. Wir müssen erst sehen, wer den anderen am liebsten hat. Bitte, vor der Expedition, jeder einen Schluck aus der Ozonpulle. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich will. Ja, du kommst immer zuerst. Nein, nein, für uns nicht. Sie kennen ja das Sprichwort von der Ehefrau und vom Sauerstoff verschenkt man nichts. So, das reicht. Jetzt zuerst der Gast. Wir haben noch den Donnerstag drauf. Also bei uns reicht's nie. Dabei kriegen wir viel mehr als Sie. Stimmt es? Intellektuelle sollen runtergesetzt werden auf Stufe 3? Sie sind doch als Computist. Beim Denken kann man dir bekanntlich den Atem anhalten. Wie es der Biologe Southwood einmal definiert hat, das Bevölkerungsoptimum liegt bei der Höchstzahl von Menschen, die ohne Beeinträchtigung der Gesundheit des Einzelnen durch Verschmutzung, sozialen Stress oder Nahrungsnot aufrechterhalten werden kann. Diese Höchstzahl ist natürlich schwer zu bestimmen. Vor 50 Jahren, als unser Planet noch selber ein biologisches Wesen war, bedeckt von Pflanzen, besiedelt von Tieren, auf dem Land, in der Luft und im Wasser, da hätte diese Welt bei vernünftiger Nutzung und gerechter Verteilung gut und gern 20 bis 30 Milliarden Menschen ernähren können. Wir wissen, dass es dazu nicht kam. Tiere und Pflanzen waren im Sand versunken, die Atmosphäre vergiftet und die Ozeane tot. Die Zahl der Menschen ging auf ein Drittel zurück. Und wäre es nicht möglich geworden, die Verpflegung völlig auf synthetische Nahrung umzustellen, so gäbe es wahrscheinlich heute nur noch in vereinzelten Hochgebirgstälern Reste menschlicher Siedlungen. Wie kommt es, dass wir heute schon wieder bei 6 Milliarden sind? Die gleichbleibende Bevölkerungszahl ist das einzige Problem, das seinerzeit nicht gelöst werden konnte. So begann die Bevölkerung sofort wieder anzuwachsen. Ein Theoretiker hat errechnet, dass bei weiterem Wachstum bis Ende des Jahrtausends auf jeden Quadratmeter, einschließlich der Ozeane, 119 Menschen kämen. Ich finde den Ausdruck wilde Babys einfach dumm. Warum soll ein Baby wild sein, nur weil der Papa der eigene Vater ist? Ich kenne Kinder von der Samenbank, die sind viel wilder als Freddy. Deshalb finde ich auch die Doppelbesteuerung ungerecht. Ich auch. Hier wird unser ganz natürliches Verlangen, wenigstens ein Baby vom Ehemann zu bekommen, geradezu bestraft. Das ist ja der Zweck. Hier ist eine sehr schöne Stummel. Oder dort drüben? Ja, die ist noch hübscher. Kinder, bleibt in Sichtweite. Stellen Sie sich vor, Francis hatte einen staatlichen Spendervertrag für 3 Monate in der Tasche.
Seine Quotientenkombination war einfach unwahrscheinlich. Das heißt, sie ist es. Und warum hat es nicht geklappt? Freddy lag bei der Geburt um 4 cm und 390 Gramm über dem Durchschnitt. Da hat das Populationsdezernat sein Angebot wieder zurückgezogen. Man will ja, dass wir wieder kleiner werden. Wusste ich noch gar nicht. Ist das aus Ersparnisgründen? Sauerstoff? Wegen dem Wohnraum. Man will uns so zurückmändeln, dass wir im Jahre 2500 nur noch 1,20 groß sind. Hansi, Birgit, wir sind da. Bringt schnell eure Taschen. Man muss sich das Paradoxon vorstellen. Die Bevölkerungspolitik jener Regierungen bestand nicht darin, vor weiterem Wachstum zu warnen und ihm entgegenzuwirken, sondern in Propaganda für die Gebärfreudigkeit. Statt Babybesteuerung, Kindergeld. Hier ein Fruchtbarkeitsorden aus dem Jahre 1938. Er nannte sich Mutterkreuz und wurde vom Staat an Frauen verliehen, die ihm mindestens 4 Kinder geschenkt haben. Bezeichnend der Ausdruck, geschenkt. Ich habe meine Kinder nie dem Staat geschenkt, immer meinen Männern. Das heißt, den beiden ersten. Beim dritten war ich über 70. Er auch. Ich denke, wir geben Ihnen Birgit. Dann haben Sie ein Pärchen, das später heiraten kann. Solche Eheschließungen werden ja steuerlich gefördert. Auch so eine willkürliche Verordnung. Das möchte ich nicht sagen. Für ein Bankbabymädchen ist die Ehe mit einem Wildbabymann schon anstrengender als mit einem, der auch von der Bank kommt. Und warum dürfen Wilde nicht Wilde heiraten? Ja, und was wird, wenn die dann auch lauter wilde Babys kriegen? Mein Gott, die sind dann auch nicht wilder als wir oder Freddy. Ja, leben dann aber im Gegensatz zu uns als wilde Minderheit in einer Bankgesellschaft. Und Minderheiten, die ohnehin immer stören. Wenn die schon von Natur aus wilder sind als ihre Umgebung. Da, schauen Sie sich das an, wie ihr Freddy unsere beiden aktiviert. Freddy, sofort aufhören! Hansi, Birgit, bitte! Denkt an eure Lungenbläschen! Neuere Analysen machen deutlich, dass es in den Ländern der damals sogenannten Dritten Welt auch ohne toxische Verseuchung wenig später zu Hungerkatastrophen gekommen wäre. Einfach deshalb, weil die Hilfeleistungen durch Wohlstandsnationen den Geburtenüberschuss auch bei gutem Willen niemals hätten auffangen können. Was heißt hier, auch bei gutem Willen? Solche Hilfeleistungen waren in Wirklichkeit politische und wirtschaftliche Kalkulationen. Laut einer Statistik aus dem Jahre 1974 verbrauchten allein die Bewohner Nordamerikas, die nur 7,5% der Weltbevölkerung ausmachten, 52% der Grundrohstoffe. Ein Vergleich aus dem Alltag. In den 70er Jahren lagen die globalen Ausgaben für Hundefutter über denen für Babynahrung. Aber in dieser Situation hätten doch bei den unterernährten Völkern die eigenen Regierungen eingreifen müssen. Das geschah. Aber nur in Einzelfällen und völlig planlos. So wurde zum Beispiel in Pakistan von 1970 ab kinderreichen Familien die Steuerermäßigung entzogen. Zur gleichen Zeit trat in Singapur ein Gesetz in Kraft, nachdem die Entbindung im staatlichen Hospital vom vierten Kind an teurer wurde. Das Sparprogramm schaue ich mir bestimmt nicht an. Aber Telerob macht eine Spontanbefragung über irgendeine Änderung in der Babysteuergesetzgebung. Sie wollen wissen, ob wir für oder gegen Babysteuerausgleich sind. Auch in Fällen, wo der Erzeuger eines wilden Drittkindes der eigene Ehemann ist. Verstehen Sie das? Hört sich beinahe an, als hätte es was mit uns zu tun. Fahrt es auf. Pass auf, ich erkläre das zu Hause. Nur in China war es schon Mitte des vorigen Jahrhunderts einer ideologischen Kampagne gelungen, die Bevölkerung davon zu überzeugen, dass die Zwei-Kinder-Familie die bevölkerungspolitisch optimale Kleinzelle ist. Und in der Tat war China dann auch das einzige Land, das seine Zuwachsrate in Grenzen hielt und so die Katastrophen der 80er Jahre relativ unbeschadet überstand. Die ganze übrige Welt erwachte zu spät. Und demzufolge waren dann die Rettungsaktionen von Hektik und Panik diktiert und entsprechend erfolglos. Zum Beispiel Südamerika, wo man es mit Sterilisationsmitteln im Trinkwasser versuchte. Ergebnis? Das Wasser wurde vom Vieh getrunken und die letzten Fleischtiere starben aus. Die Menschen aber, immer noch getreu der biblischen Aufforderung, seid fruchtbar und mehret euch, tranken Brackwasser und gingen samt ihren Kindern an Vergiftungsepidemien zugrunde. Man hat alles versucht. Sterilisative ins Mehl gemischt, in die Milch, sogar in die Wurst.
Es kam dabei zu den entsetzlichsten Fehlkalkulationen. Die schlimmste in Neuseeland und in der Schweiz, wo nach einem missglückten Großversuch mit Depothormonen eine ganze Generation ausfiel. Sie wissen, dass es in den Megalopolis 7 und 98 nur Greise und importierte Jugendliche gibt. Aber warum gibt es das dann nur für wilde Drittkinder? Darum geht es doch gar nicht. Sondern? Um den Steuerausgleich. Trotzdem, es ist doch der eigene Ehemann. Das meine ich ja. Es ist doch wohl so, falls wir keine Kinder hätten, weder wild noch von der Bank, dann könnten Sie unter Berufung auf uns nach dem neuen Gesetz den Steuerausgleich anfordern. Genau. Bisher wäre das nur gegangen, wenn Sie der leibliche Vater unseres wilden Drittkindes gewesen wären. Tja, und da die meisten Ehefrauen diese Chance nicht wahrnehmen, wurde dieses Gesetz geschaffen. Chance ist gut. Also, ehrlich gesagt, ich möchte das auch nicht. Tja, also, ich persönlich... Du schon, ab und zu, ich weiß. Ja. So sind sie eben. In der nächsten Generation, mit den Bankmännern, wird das hoffentlich auch besser. Hoffentlich. Es gibt sie leider immer noch, die unerwünschte Schwangerschaft. Aber wir haben ja jetzt... White Baby Bond. Die Versicherung gegen den Empfängnisnotstand. Mit 50 Punkten monatlich sind Sie dabei, bei uns. Wenn Sie in Not kommen, kommen wir zu Ihnen, nehmen Ihnen den lästigen Liebling ab und tragen seine Steuer. Ist das nicht ein Angebot? White Baby Born. Viel zu spät. Im Jahr 1988 leiteten die selber schon schwer angeschlagenen Industriegiganten in Ost und West endlich die UNO-Aktion Gemeinsam überleben ein. Das Wort gemeinsam konnte allerdings schon nicht mehr für alle gelten. Es musste nach dem Auswahlprinzip verfahren werden. Dieses Prinzip müssen wir unseren jungen Zuschauern kurz erläutern. Es wird bei Katastrophen angewandt, wo nicht allen geholfen werden kann. Nehmen wir an, Erdbeben, ein Heer von Verletzten, nur wenige Ärzte. Die Opfer werden in drei Gruppen geteilt. Solche, die auch ohne Behandlung durchkommen, solche, die nur bei sofortiger Behandlung gerettet werden und solche, die wahrscheinlich trotz Behandlung sterben. Von diesen drei Gruppen wird nur die mittlere verarztet. Wo sendet eigentlich dieses Telerop? Ich glaube, in Westeuropa. Die Spontanabstimmung, die es ab und zu macht, gelten als ziemlich authentisch. Das hat aber doch keinerlei Verbindlichkeiten für die UNO-Legislative, ne? Nicht direkt, aber eindeutige Mehrheiten werden eigentlich immer respektiert. Die Populationsgesetze von 1991 haben das Bevölkerungsproblem ja nur quantitativ gelöst. Unsere große Aufgabe wird jetzt sein, es auch qualitativ zu lösen. Dem stehen leider noch ein ganzes Bündel traditioneller Vorstellungen entgegen. Zum Beispiel können wir uns in Zukunft sogenannte wilde Babys einfach nicht mehr leisten. Hier, Herr Kollege, trennen sich unsere Ansichten. Ich meine, wir müssten sie uns leisten können. Richtig, ich will nämlich nicht so einen zahmen Banktrottel großziehen. Verstößt auch gegen die UNO-Charta. Paragraf 11, 19-A5. Freie Samenwahl. Und verstößt überhaupt gegen die Menschenwürde. Gegen die Menschenwürde verstoßen wir, wenn wir die Bildung neuer Kasten und Klassen provozieren. Durch wilde Babys? Das ist eine bisher doch nichts bewiesene Behauptung. Ich kann nur sagen, meine Schwester hat zwei Wilde und ein Bank. Und Sie sollten das sehen, wie das Bankbaby die Wilden majorisiert. Wenn ich dazu etwas sagen darf? Aber bitte. Ich finde die ganze Aufregung ziemlich überflüssig. Solche Probleme pendeln sich doch immer wieder auf ganz natürliche Weise ein. Wenn ich an das jahrzehntelange Affentheater denke, an die sogenannten zwischenmenschlichen Beziehungen. Sie meinen die Ehe? Zum Beispiel. So ab Mitte des vorigen Jahrhunderts waren wir alle überzeugt, dass die Ehe überholt sei. Ein Überbleibsel aus finstersten, verklemmten Zeiten. Frustriert war damals das große Modewort. Und was haben wir heute wieder? Die Scheidungen gehen rapide zurück. Und fast in allen Annoncen werden nur Partner für Dauerehe verlangt. Könnten wir ein kinderloses Ehepaar finden und würden uns so über den Steuerausgleich viel besser stellen, als wenn wir Foxen sein Bankkind geben und für das Wilde besteuert werden. Dann frage ich allerdings, wozu wir eigentlich hier sind. Aber Alice, das kannst du doch Millers nicht übel nehmen. Das sind schließlich 1500 statt 1000.
Und ich finde es sehr fair, dass Mrs. Miller das so offen mit uns diskutiert. Und da war doch auch noch diese Versicherungswerbung vorhin. Wild Baby Born. Ob man diesen Typ ans Video kriegt? Was willst du von dir? Nur eine Auskunft. Probier's doch mal. Steht sicher im Videofunkbuch. Ja, ich guck mal nach. Die wirtschaftlich beste Lösung wäre die Modulfamilie. Pardon, Modulfamilie? Das kenne ich nicht. Sehr brauchbar. Vor allem für Spitzenfunktionäre und Führungskräfte der Wirtschaft, die ja sehr häufig von einer Megalopolis in die andere versetzt werden. Wenn die mit ihrem neuen Arbeitsplatz nicht nur wie bisher die dortige Wohnung übernehmen, sondern in diese die dazugehörige Frau und ihre Kinder, so hat es natürlich für den Mann den Vorteil beruflicher Mobilität. Und die Familie genießt alle Vorzüge eines stationären Lebens, ohne den Stress fortwährender Ortsveränderung. Meinem Mann würde ich das niemals erlauben. Ich bin doch kein Möbelstück. Das grenzt ja an Prostitution. Was meinen Sie dazu, Frau Traudl? Dazu könnte ich nur etwas sagen, wenn ich selber 30 wäre. Überhaupt glaube ich, den größten Fehler machen wir immer noch damit, dass wir meistens nicht die entscheiden lassen, die es angeht. Das ist zwar auch besser geworden im Vergleich zu früher. Alles ist ja besser geworden. Finden Sie wirklich? Aber sicher. Ja, ich weiß nicht. Wenn ich den Speisezettel von damals und heute vergleiche... Typisch. Daran denkt ihr Männer zuerst. Aber bitte... Wer hat das Zeug herbeischaffen müssen und das Geld einteilen, das es gekostet hat? Und kochen und Geschirr waschen und Fenster putzen und Teppiche klopfen und erst das Kinderkriegen. Aber das hat ja jetzt endlich auch aufgehört. Das Embryotorium ist ja ein echter Fortschritt. Das was? Was wissen Sie davon? Ich lese Ihren New Fiction Monitor. Meine Großnichte hat ihn mir abonniert. Haben Sie schon was gehört vom Embryotorium? Das ist die neue Geburtstechnologie. Das befruchtete Ei wird der Gebärmutter entnommen und tiefgefroren. Die Eltern haben nicht die Plage mit der Aufzucht von Kindern. Sie können ihre besten Jahre im Beruf und mit Freizeit verbringen. Sind Sie dann im Rentenalter, lassen Sie das Ei auftauen, in einer Nährflüssigkeit ausbrüten und holen dann Ihr Baby vom Embryotorium ab. Doch, doch, diese Ruhestandsfamilie hat schon Zukunft. Dagegen gefällt mir Ihre Idee mit der Klonenzeugung überhaupt nicht. Wenn ich mir vorstelle, dass ich durch diesen genetischen Schwindel milliardengenaue Duplikate von mir selber fabrizieren kann. Verzeihung, wenn ich Ihre wirklich überraschenden und erstaunlichen Ausführungen unterbrechen muss. Aber in 2 Minuten soll die Spontanbefragung über den Babysteuerausgleich beginnen. Und dazu müssen für alle, die mitstimmen, noch ein paar erläuternde Worte gesagt werden. Natürlich geben wir gerne Auskunft. Nur eine Frage. Was geschieht mit den Wildkindern, die ihre Versicherung zu sich nehmen? Die vermitteln wir weiter an Adoptiveltern. Haben Sie auch 6- und 7-jährige Wildmädchen? Jede Menge. Sie können sich gern bewerben. Wir übernehmen die Steuer, der Kunde Verpflegung und Ausbildung. So ist die Regel. Vielen Dank. Bitte sehr. Das ist die Lösung. Ein wildes, praktisch kostenlos. Und du kannst dein wildes zu den beiden dazukriegen. Ohne Mehrbelastung. Also das mit ihrem verstehe ich immer noch nicht ganz. Das ist doch klar. Die Steuer von Millers Drittwildling kann über unseren Adoptivwildling auf die Versicherung gewälzt werden. Vorausgesetzt, wir nehmen von dort einen Erstwildling. Wenn die Abstimmung positiv endet. Also noch einmal die Frage im Wortlaut. Sind Sie für oder gegen den Babysteuerausgleich, auch in Fällen, wo der Erzeuger eines wilden Drittkindes der eigene Ehemann ist? Ja-Stimmen bitte den grünen Knopf drücken, Nein-Stimmen den roten. Das ist eindeutig. Wir haben gewonnen. Mami, der gibt's nicht her. Ich will auch nicht. Ich will bei Hansi bleiben. Darfst du auch. Und du kriegst ein anderes Schwesterchen. Aber ein wildes. Ja, das kriegst du auch. Wir kriegen alle, was wir wollen. Mit diesem sehr eindeutigen Ergebnis beschließen wir unsere heutige Sendung. In der Hoffnung, dass uns diese Befragung einen weiteren Schritt vorangebracht hat.
zu einer endgültig befriedigenden Lösung des Bevölkerungsproblems. Frau Traudel, ich habe den Verdacht, Sie wollen per Bildschirm Grüße bestellen. Nein, nein, nur winken. Er hört leider nichts mehr. Wer? Mein Verlobter.